Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars Green Planet. Ja, ich verwechsel das zurzeit irgendwie immer. Ich sage immer Green Planet, Surviving Mars manchmal. Aber ich meine Surviving Mars Green Planet, ne? Genau so. So, letzte Folge haben wir ja schon mal die Kuppel vorbereitet und die erste Rakete mit Menschen ist ja offen. Also Passagieren, Menschen, Erdlinge. Ja, die komischen Erdlinge da. Ja, ist auf dem Weg hierher. Und ich muss euch gestehen, ich habe zwischendurch auch ein privates Match nochmal angefangen. Match, wie sich das anhört. Hey, hallo, Privatkopf. nochmal ein privates Spiel gemacht. Und ich weiß nicht, durch dieses Green Planet DLC gibt es so viel neues Zeug, wo ich extrem überrascht bin. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Folgendes. Was ich noch rausgefunden habe, ist zum Beispiel dieses Forschungslabor, ne? Da habe ich hier unten eine Binse, Skin wechseln. Kannte ich noch gar nicht. Guck mal, wie geil, oder? Hammer. Hammer? Ich wollte jetzt mal gucken, hatte das nur? Ich glaube, das hatte nur, genau. Die zwei Skins, den und den. So, und ich finde den so richtig geil, weil das passt halt auch richtig schön dazu. Und es gibt noch hier, ne, wo du anbaust, gibt es auch den und den. Halt den normalen und den hier. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Ich kenn's nicht. Also ich kannte es bis dato nicht. Und fand's einfach übelst geil. Ach ja, und übrigens, Kuppeln genauso. Pass auf. Da haben wir sogar drei Skins. Einmal den und einmal den normalen. Also ich, in meinem privaten Spiel, was ich nochmal gestartet habe, habe ich das hier. Und ich denke mal, fürs LP nehmen wir das hier, weil das finde ich auch sehr, sehr geil. Und da habe ich mir überlegt, das nimmst du dann hier im LP, ne? Also mit euch zusammen und... einfach super. Finde ich echt geil. So, ich weiß nur nicht, was noch... warte. Kann ich noch zeigen? Fand ich auch geil. Was haben wir hier? Was war das für eine? Die hat noch Ressourcen. Und was mir noch eingefallen ist oder aufgefallen ist... Wir müssen mal gucken wegen Drohnen-Hubs. Hier haben wir nämlich gerade mal 8 Drohnen. Wir brauchen auf jeden Fall Drohnen. So, jetzt hier. Pass auf. Skinwechsel. Pass auf jetzt. Und... Viel, viel geiler. Das macht es schon wieder ein bisschen menschlicher, finde ich, oder? Mit so komischen Abbaubagger. Genau. So, unsere Rakete mit Erdlingen ist da. Haben wir überhaupt keine Nahrung? Ach nee, die müssen wir ja erstmal jetzt... Ja, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ganz schnell die Rakete landen lassen. So, bitte einmal drehen. Schwupp, schwupp. So, ein bisschen weiter weg. So, du kannst jetzt bitte da landen. Dann haben wir... Wir haben ferngesteuerter Kommandeur. So, genau, wissen wir ja. Ja, ist ja kein Thema. Beweg dich mal etwas hier in die Richtung, mein Freund. Genau, nimm mal deine Dröhnchen alle mit. Jedes Dröhnchen gibt ein Bild, was? Warten auf Betanken. Fortschrittliche, die Ressourcen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Ressourcen rauskriegen. Aber ich glaube, dieses Lager dafür ist voll. Beziehungsweise, wir haben hier... Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen. Ja, ich kann das. Stellt euch vor. Auch wenn ich manchmal nicht den Anschein habe. Aber... genau. Hier mit diesen, ist er jetzt... Was? Erster Mensch auf dem Mars. Ja, okay. Nachricht ansehen. Ein neuer Anfang. Voller Hoffnung und Entschlossenheit sind die ersten Gründer auf dem roten Planeten angekommen. Oh, jetzt da im Hintergrund. Jetzt rede ich. Nein, ich lese vor. So. Die nächsten 10 Slots stecken voller Schwierigkeiten und Gefahren, aber auch voller großer Versprechen. Versprechen. Und Möglichkeiten. Ich glaube, er hätte weiter vorlesen sollen, oder? Es liegt jetzt an uns zu beweisen, dass der Mars das Tor zu großem Reichtum und zur Zukunft der menschlichen Zivilisation ist. Selbst die epischen Abenteuer beginnen mit einem einzigen Schritt. Effekt, die Ankunft zusätzlicher Kolonisten wird vorübergehend angehalten, bis die Kolonie bewiesen hat, dass sie menschliches Leben erhalten kann. Deine Gründungskolonisten müssen 10 Slots überleben, ehe zusätzliche Leute anreisen können. Tipp, die Kolonie erhält eine positive Bewertung, wenn vor dem Ende des Zeitraums ein menschliches Kind auf dem Mars geboren wird. Falls du glaubst, dieser Herausforderung gewachsen zu sein, solltest du eine medizinische Einrichtung bauen und den Komfort der Gründer durch Servicegebäude so weit wie möglich erhöhen. Ja, das haben wir schon gut vorbereitet. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Was soll ich mehr hier? Ui, da kommen sie alle angehuppt. Oh,
Warte mal. Yeah. Was macht denn der? Ah, ich muss spiegelverkehrt denken. New colonists have arrived. Yay, moin, grüßt euch, na? Okay, haben wir das? Haben wir uns mal angeguckt. Ich finde das so cool. Es konnte keine Nahrung geerntet werden. Ja, herzlichen Glückwunsch, warum das nicht? Ah, ich habe mir noch gar nichts ausgewählt. Meine Güte. So, Forschung läuft jetzt auf jeden Fall auch deutlich besser. Okay. Ich muss jetzt mal kurz hier gucken. Das hier sind Geologen. Okay, das passt auch. Was haben wir denn hier? Mediziner? Habe ich drei Mediziner? Echt? Scheinblaster. Hätten wir nicht machen müssen. Schule, Kinder. Kolonisten verfügen über mehrere Grundwerte. Du kannst den Zustand jedes Kolonisten in seiner Infotafel überprüfen. Damit es deinen Kolonisten gut geht, musst du sie mit Wasser, Sauerstoff, Nahrung und Nahrung versorgen und ihnen den Zugang zu funktionierenden Servicegebäuden ermöglichen. Genau, so. So, wir gucken hier oben. Strom haben wir im Überfluss, Wasser und Sauerstoff oder so. Wobei ich was lustig finde, Wasser wird wirklich nur so viel produziert, wie auch benötigt wird. Das heißt zum Beispiel, können wir auch gleich übrigens mal noch was gucken. So, was läuft jetzt? Hehe, finde ich auch voll geil. Er produziert 0 von 5. Also das ist schon, ne? Extrem geil. So, ankommende Kolonisten, verbleibende Dauer, das wissen wir, nicht funktionierende Gebäude. Forschung abgeschlossen. So, jetzt müssen wir mal nach Forschung gucken. Gesteinsabfallverflüssigung, was? Ingenieurwissen. Neues Gebäude, Gesteinsabfallanlage. Wandelt langsam Gesteinsabfälle in Beton um. Große Mengen an Gesteinsabfällen können ganz im Sinne unseres Es wird nichts verschwendet Politik in Regolith umgewandelt werden, aus dem wiederum Beton hergestellt werden kann. Ach, wie krass. Okay, was haben wir hier? Physik? Neues Gebäude, Fusionsreaktor. Erzeugt Strom. Ein Gebäude außerhalb der Kuppel, das von Arbeitern betrieben werden muss. Ich würde mir wünschen, dass die Nuklearfunktion zu einer praxistauglichen Stromquelle wird. Sie würde unerschöpfliche Mengen Strom erzeugen, ohne die Umwelt zu verschmutzen oder die Erderwärmung voranzutreiben. Stephen Hawking. Oh, Stephen Hawking. Ruhe und Frieden, mein Freund. Den mag ich, ehrlich. Stephen Hawking mag ich. Ich habe da auch immer die ganzen Dokus gesehen, die, wo kam die? Nat Geo, war das das? Oder jedenfalls über. Ne? Fand ich echt genial. Also was machen wir als nächstes? Mars-Triebwerke. Was waren das? Ich muss jetzt nämlich mal gucken. Hier, das hier. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Ah ja, das ist ganz gut. Schwerkrafttechnik? Okay. Aber wir wollten Robotik. Hier, Drohnendruck. Ein neues Gebäude, Drohnenfabrik. Ah, geil, okay, cool. Das ist schon mal sehr nice. Hat alles nur 1000, das sind jetzt nur die 3. So, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Raketentechnik, ermöglicht den Bau von Raketen. Was haben wir hier? Kernwärme? Das ist ja hier Terraforming. Das würde ich erstmal ein bisschen weglassen. Hier, das ist Pilzforschen, machen wir noch mit rein. So, da können wir erstmal fett forschen. Und wir können jetzt erstmal gucken, dass wir irgendwie Nahrung kriegen, weil... muss noch ein bisschen hinfahren. Fahren wir da noch ein bisschen hin, damit die Nahrung rausholen. Weil wenn die nämlich nicht die Nahrung rausholen, dann haben wir nämlich ein Problem. Dann verhungern die nämlich hier drinnen. Könntet ihr bitte, macht ihr das? Fahrt ihr? Ja, ihr fahrt. Ach, ihr seid aber ganz lieb. Herzzerreißend. Schön. So, was haben wir hier? Betonlager, richtig? Okay, nice. So, okay. Jetzt haben wir viel geschwafelt, ein bisschen was gezeigt. Wie viel hast du jetzt? Okay, so, pass auf, was ich noch rausgefunden habe. P. Eine Nachschubkapsel. Wir brauchen auf jeden Fall Drohnen. Da werden wir nicht drum herum kommen. So, 10 Stück. Kannst du starten? Pass auf, dann holen wir uns gleich noch eine. Was brauchen wir noch? Saatgut. Nahrung, ich weiß nicht, nahrungstechnisch, es könnte reichen. Ferngesteuerter Transporter, Erkunder, was könnte man fertig bauen? Zeig mir her, warte mal. Wir brauchen eine Treibstoffraffinerie. Da holen wir gleich 2 hier. So, zurück, starten. So, das kostet 100 Millionen. Das ist ja das Schöne, ne? Dass wir uns das ausgewählt haben.
Nur mal gucken, so fertig bauten bin ich noch lange nicht fertig, meine Freunde. Noch lange nicht fertig, obwohl ich Drohnen habe. Feuchtigkeits. Maschinenfabrik, Stirlingener. Treibstoffavonie haben wir 2 Stück. Okay, ich würde das erstmal sein lassen, weil wir müssen echt ein bisschen sonden. Ach, das ist Pille, das ist Blödsinn. So schnell wie du das denn da alles, die ganze Map da erforscht, so schnell kannst du ja auch nicht bauen. Deswegen ist das absoluter Quatsch. Beton bauen wir ab, Metall haben wir auch genug, Nahrung, Polymere. Ja, es ist. Ja, komm, wir müssen hier mal. Nehmen wir mal. Oh, das kostet aber ordentlich. Das muss ich sagen. 5 Nahrung, willst du mich verarschen? Können wir noch eine Drohne? Dann holen wir noch 2 Drohnen. So. Weil die Drohnen sind echt, die sind extrem wichtig. So, jetzt haben wir hier eine komplette 10er-Drohne. Dann haben wir hier 2 Treibstoffraffinerien. Raffinerien, oh mein Gott. Ich und meine Sprachfehler. Verzeiht es mir, und wenn nicht, naja, dann auch real. Dann haben wir hier 20 Polymere und nochmal 2 Drohnen. Okay, passt so. Zeit? Okay, Zeit passt noch. Hier wird ausgeladen und er betankt sich selber. So. Was ich nämlich gerne hätte, wo ich gerade noch ein bisschen... Oh, weißt du was? Scheiß drauf. Hier hinten haben wir Metall. Hier haben wir Beton. Hier haben wir Nahrung. So, jetzt geht's weiter. Wir brauchen nämlich noch ein paar schöne Depots. Auf jeden Fall Polymer. Zack. Dann brauchen wir... Elektronik. Ich hole mir das nämlich jetzt alles hier mal ein bisschen so ein bisschen näher ran. Dann Polymer, Elektronik, Maschinenteile. Da. Und dann brauchen wir noch eins. Ich meine, hier hinten können wir ja auch anfangen abzubauen, Edelmetall. Aber noch bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Na, auf jeden Fall schon mal Treibstoff. Den würde ich mir schon mal hier hinklatschen. So. Und was haben wir noch? Saatgut. Saatgut. Ich habe keine Ahnung, was mit Saatgut. Ne? Bietet Platz zur Lagerung von 180 Saatgut. Einige Ressourcen werden zu anderen Lagern in Reichweite der Drohne gebracht. Kann das sein, dass die Musik schon wieder so laut ist? Weil ich hatte sie bei mir ein bisschen lauter gestellt. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen... Das in den Folgen hört sie sich ein bisschen leiser an. Obwohl es eigentlich geht. So. Ich meine, jetzt ist es besser. Also für mich ist es auf jeden Fall besser. So. Damit ich mein eigenes Wort wenigstens verstehe. Ja, kann ich wohl nicht wahr sein. So, wie viel Nahrung habt ihr noch? 106. Okay, läuft. Wie sieht's hier aus? Ja. Läuft. Sehr schön. So, hier nochmal gucken. Alles Klärchen. So, hier. Ja, der macht Pause. Lass den doch mal Pause machen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was haben wir hier? Kindertagesstätte. 12 von 14. Genau. So, hier ist auch klar. Krankenstation ist immer wichtig. Also eine Krankenstation ist immer wichtig. Ah, ne, hier fehlt mir einer. Guck mal, hier haben wir einen drin. Und hier haben wir keinen. Dann machen wir das aus. So, müssen sie klarkommen. Und wichtig ist, dass wir jetzt innerhalb der Zeit eine Neugeborene kriegen. Und doppelt wichtig ist, dass wir gleich noch, bald noch eine 2. Kuppel bauen. Aber, was noch am allerwichtigsten ist, wir müssen Metall sammeln. So, fahr du mal Metall sammeln, mein Freund. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir das Ganze... Weil ich will nämlich erstmal gucken, ob das funktioniert. Tunnel. Nein, nicht kein Tunnel. Kuppeln. Kuppel, Durchgang. Kriege ich den hier irgendwo hin? Ja, da würde ich ihn hinkriegen. Da würde ich den Durchgang hinkriegen. So, würde das funktionieren? Ich weiß nicht. Das ist nämlich ein bisschen schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Warte mal. Ich muss mir das mal ein bisschen angewöhnen, mit der Maus auch klar zu kommen. Ah, okay. Nee, hier macht das auch nicht. Da nämlich einen richtig guten Platz zu finden, ist gar nicht so einfach. Hier würde mal, hier guck mal, hier könnte man durchziehen. So. Das heißt, die Rakete, wenn die Rakete uns hier nicht im Weg stehen würde, ne, also wenn die weg ist nachher, dann haben wir Schwein. Also nicht Schwein, dann bauen wir uns nämlich hier was hin. So, was haben wir hier hinten?
Hier hinten haben wir noch ein bisschen Metall. Wie gesagt, das kann der alles da abholen. Das ist alles kein Problem. Ihr seht schon, ich will ein bisschen Ballett machen. Aber wir müssen auch ein bisschen drauf achten, ne, dass wir uns hier nicht ein bisschen zu übernehmen. Ja, hier unten haben wir ja schon schön, ne? Das sieht alles ganz gut aus. So. Dann habe ich auch rausgefunden. Und das ist ja schön. Ich kann das dann halt in den Folgen schneller und... Was heißt schneller? Ich bin dann... Ja doch, ich bin dann schneller. Und zwar Oberfläche ebnen, ne? Wenn ich jetzt sage, ich will das hier auf diese Ebene haben. So. Ja, hier auf diese Gerade. Dann nehme ich die hier rein, klick an und jetzt kann ich hier aussuchen, ne? So. Da könnte ich jetzt hier die ganze Sache, könnte ich denn schon ebnen. Das ist einfach richtig geil, aber damit lassen wir uns extrem viel Zeit. So, jetzt zeige ich mal her, wie sieht's denn aus? Jetzt sind die Sonnenkollektoren weg und nur die Windturbinen laufen. So, und da müssen wir nämlich gleich mal ansetzen. Wir brauchen mehr Strom, ganz viel mehr. Ist das jetzt das Einzigste, was? Oder mal? Ist das das Einzigste da, was so ein bisschen... Pass mal auf jetzt hier. Da müssen wir doch gleich mal hier wieder mit ein bisschen ebnen. Oh Gott. Ja, das funktioniert nicht, ne? Nicht flach. Ja, das macht er jetzt natürlich nicht. Kann man das nicht irgendwie kleiner machen? Oh mein Gott, ich hasse das. Wenn ich das Mausrad drücke und nebenbei WASD benutze, dann spinnt komplett die Kamera rum. So, neue Anomalien. Warte mal, wo ist mein Rover? Ja, Erkunder. Darfst du gleich mal hin? Kannst du weg? Sektor? Was haben wir hier? Beton? Ja, ein bisschen. Ja, das wissen wir. Okay, alles klar. Geil. Das ist natürlich nicht so gleich, ne? Also ich muss auch sagen, ich habe die gleiche Map genommen. Aber es ist von dem Aufbau her ist es gleich. Aber die Felder hier, das Beton mag ja auch gleich sein. Aber die Anomalien und so. Das ist alles komplett anders. So, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir die Drohnen. So. Tadüm. Treibstoffraffinerie. Du könntest hier landen. Dumm. Du hattest auch nochmal zwei Drohnen und Polymere. Dumm. So, wie sieht's denn aus? Wer kommt denn das runter? Ah, jetzt kommt's runter. Okay. So, Nahrung ist jetzt da. So, was hattest du? Du hattest die Drohnen mit, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, 18. Jetzt ist er kaputt gejagt, so ein Blödsinn. So, dann können wir hier noch die Dinger ausschlachten. Dann kriegen wir noch ein bisschen Metall. Komm, gib her, ja. Zack. 5 Metall. Wahnsinn, ne? Also heutzutage, wenn du hast 5 Metallstücke in deiner Garage rumliegen, kannst du hier so eine Frachtkapsel bauen. Wahnsinn. So, genau. 5 Metall, nochmal 5. Dann haben wir schon ein bisschen mehr. Die werden jetzt alle gegenseitig repariert. So, hier haben wir die Polymere. Das bitte da oben hin. Weil hier ist ja voll. Das muss auch voll bleiben. Weil hier brauchen wir Polymere. Hier brauchen wir Metall. Hier brauchen wir Elektro-Polymere. Ja, siehst du, deswegen habe ich hier dieses Lager. Damit die hier reparieren können. Also warten. Warten. Damit sie warten können. So. Das funktioniert auch. Jetzt haben wir hier 20 Drohnen. Das ist perfekt. So, wie viel hat er hier? Er hat 6 von 8. Ja, das passt auch noch. So, dann können wir hier gleich mal das Ding noch ausschlachten. So, Treibstoffraffinerie. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall bauen. Ja, Sauerstoff und Dings, das machen wir ja gut. So, pass auf. Darum geht's jetzt. Produktion. 2 Stück. Wo ist eine 2? Hier. So. Zack, zack, zack. Ja, bitte einmal rein. Ja. Dich noch. Zack. So. Dann haben wir schon mal die 2 Treibstoffsachen. Wie gesagt, dafür brauchen wir auch keine Ressourcen. Das ist das Geile. Deswegen, warum? Wir haben das Geld. Da können wir das auch ruhig ein bisschen sinnvoll nutzen. Und so geht es dann schneller, dass die Raketen betankt sind und ja, ne, abschmieren. Also wieder abfliegen.
So, danke, 30, hier fehlen nur noch 20. Oh ja, das muss noch alles rausgeholt werden. Aber das machen die ja gerade fleißig. Das finde ich super, deswegen ist das wichtig, dass hier 20 von 20 Drohnen sind. Und jetzt müssen wir mal gucken, der Radius geht bis zur Kapsel. Das ist richtig nice. Das gefällt mir richtig gut. So, hier haben wir 110,2 von 285, hier Steinsabfällen. Okay, so, wie sieht es hier bei euch aus? Wieso hast du hier hinten Nahrung liegen? Wieso habt ihr da hinten Nahrung liegen? Oh, ehrlich. Habe ich den jetzt verschoben aus Versehen? Mein Gott, ich bin auch doof, oder? So, okay, wir gucken mal hier. Wie fährst du? 16? Hier, komm. Pfeif mal los. Fährt der? Okay, der fährt. So, jetzt kann er die Nahrung und das Metall könnt ihr... Ah, sehr, sehr, sehr schön. So, ich bin gerade am Überlegen. Wir haben... Produziere Nahrung. 250, okay, nice. 68% von der neuen Technologie. Ah, ist mir immer noch zu wenig hier, ne? Aber das machen wir mit der zweiten Kapsel. Passt mal auf, Leute, ich zeige euch da was. Weil wenn wir spezifisch drauf achten, wen wir uns herholen und was wir schon gebaut haben, dann läuft das richtig gut. Glaubt's mir. Das machen wir dann auch noch. Und hier haben wir ja Geologen. Ich weiß gar nicht, hatten wir drei? Ja, genau, drei Geologen. Hier, Anomalie analysiert. Und schon ist es fast fertig. Wie geil. Okay, Ach, das haben wir schon. Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Ach, wie krass. Guck mal, was haben wir denn hier? Intelligentes Haus. Ingenieur. Neue Gebäude, intelligente Häuser und intelligente Anlagen bieten äußerst komfortablen Wohnraum für Kolonisten. Bewohner regenerieren Besonnenheit, solange sie sich ausruhen. Der Höhepunkt marsianischen Haushalts für ein besseres Leben jenseits der Erde. Nice. Wo hatte ich denn hier die Robotik? Wir brauchen unbedingt mehr Robotik. Aber ich brauche die Shuttles. Ich brauche auf jeden Fall ganz schnell diese fliegenden Shuttles. So, produziert er? Wo soll 12? Macht er auch. Okay, nice. Research complete. Haben wir eigentlich hier schon einen... Ja, hier, das war doch Treibstoffdepot, ne? So. Dann haben wir hier noch die Polymere. Ja, das müssten die eigentlich alles wegholen. 30. Wir könnten die Rakete schon starten. Wie geil ist das denn? Die brauchen nur noch 30. Ah, wie krass. Wie geil. Okay, Schwerkrafttechnik haben wir jetzt auch. Schwerkrafttechnik. Neue Kuppel. Mega. Hä? Okay, krass. Wie gesagt, die Technik ist so eingestellt, dass das unterschiedlich ist, ne? Also ich habe in meinem Privaten, was ich da jetzt mal angefangen hatte, komplett andere Technologien schon. Das ist ja krass. Wir haben eine Megakuppel. Na, leck mich fett, nö, ey. Geil. Das fortgeschrittene und geräumigste Kuppeldesign. Neue Kuppel Megatrigon. Einige größere triangelförmige Kuppel. Krass. Okay, was haben wir jetzt hier unten? Das Metall und die Metall- und Betonkosten für Konstruktion werden um 20% verringert. Kuppeln ausgenommen. Wollte gerade sagen, wie geil ist das? Da machst du die Megakuppel und dann machst du hier. Aber naja, egal. Das würde ich auf jeden Fall. Dann würde ich das hier noch mit nachziehen. Es sei denn, wir kriegen jetzt hier dann Nachrichten. Ja, zur Not können wir das ja wieder löschen. Oder ich mache hier dann. Nimm es ganz hoch. Werden wir alles sehen. So, Sozialkolonisten ohne ordentliche Spezialisierung unterliegen einer geringen Arbeitseinbuße. Jemand, der viel kann, aber nichts. Nicht was? Aber nichts gut, ist meistens. Besser als jemand, der nur eine Sache kann. Ach so, aber nichts tut, soll das heißen. Jemand, der viel kann, aber nichts tut. Da ist ein Schreibfehler drin. Paradox. Ich habe einen Schreibfehler gesehen. Mitch. Sind nicht die Einzigsten. Nicht die Ersten, nicht die Letzten und nicht die Einzigsten. Schon so oft recht Schreibfehler gesehen. Aber wer da drauf Wert legt, der ist nicht viel wert. So. Besonders bei solch einer Masse. Hier, Leute, ihr müsst das hier mal... Wie sieht's aus mit der Rakete? Habt ihr die bald leer? Ja, es dauert noch, es dauert noch. Okay, Treibstoff wird produziert. Wie sieht's bei dir aus? Nahrungstechnisch haben sie noch drin. Wie gesagt, die Kuppel muss weg. Metalle haben wir noch 5. Wie sieht's aus mit unserem Freund hier? 20, okay. Der kann noch ein bisschen. Ja, die lassen wir einfach erstmal da oben stehen. Frisst kein Brot.
Aber wir brauchen noch mehr Strom. Das war die Sache. So, und jetzt ist halt die Frage, wo bauen wir den Strom hin? Wir könnten jetzt sagen, wir bauen uns hier unten was richtig Schönes, Großes hin, wo es keinen stört. Da haben wir noch Polymere, hier haben wir noch Eisen, das könnte man auch. Aber ich würde ja gerne auch erstmal hier unten ein bisschen Platz schaffen. Ja, da haben wir schon das Problem. Da haben wir schon das Problem. Aber da könnte man ja nachher mit dem arbeiten. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass wir hier oben keinen Thron. Wir brauchen unbedingt einen Drohnen-Hub. Dann nachher noch hier oben. Da werden wir nicht drum herum kommen. Wie sieht's aus? 24. Okay. Egal. So, wir warten jetzt, bis der leer ist. Und... ja. Pass auf, ich mach das so. Ich beende die Folge und... wenn der leer ist, und der hier hinten vollgetankt ist vielleicht, mit ein bisschen Glück, dann... ne, ich muss da wahrscheinlich den hier nochmal ein bisschen verschieben. Da würde ich sagen, fangen wir dann damit an. Also ich werde großartig nichts machen. Wenn ich jetzt irgendwas Sensationelles mache, dann mache ich die neue Folge gleich an. Ansonsten warte ich, damit wir in der nächsten Folge nicht so ewig warten müssen. Weil ich möchte das dann weitermachen. Weißt du, wenn hier wieder alles weg ist und wir ein bisschen Platz haben. So machen wir es. So ist es gesetzt. Und denkt bitte an Feedback, an den Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.